Die entscheidende Frage ist, wie können ehrbare Kaufleute mit hochwertigen Produkten und oft kleinen Budgets sicherstellen, dass sie bei der Gewinnung neuer Kunden nicht gegen Billigheimer, Schreihälse oder unseriöse Übertreiber den Kürzeren ziehen? Die Antwort lautet, mit authentischem Storytelling. Und mit welchen Marketing- und Kommunikationsstrategien du das am besten umsetzt, das zeige ich dir in diesem Interview. Ja, herzlich willkommen, liebe Storytelling-Freunde, liebe Storytelling-Community. Heute wieder einmal Best Practice Modeling aus der Praxis für die Praxis, weil eine der Fragen, die ich von euch am häufigsten bekomme, ist, du Alex, ja, wir sehen, wir kapieren, Storytelling ist mega cool, aber wie setzt man das ganz konkret in Einzelschritten in die Praxis um? Und dort habe ich immer wieder Best Practice Beispiele aus unserem Kunden, aus unserem Klientenkreis. Und der, den ich euch heute vorstellen darf, den wir gemeinsam interviewen und der salopp gesprochen mir schon vorher versprochen hat, er lässt komplett die Hosen runter, er lässt sich komplett über die Schultern schauen, er gibt euch nachher sozusagen konkrete Beispiele seiner besten Story-E-Mails, seiner besten Landingpage, seiner besten Nach-Webinar-Bereitung mit Stories. Das ist André Schneider. André, herzlich willkommen. Alex, vielen Dank für deine Einladung. Ich muss im Vorfeld gleich sagen, du hast mich motiviert mit deinem Charme. Ich bin sozusagen deinem Charme erlegen, meine Hosen hier komplett runterzulassen. Das, ehrlich gesagt, habe ich noch nie gemacht. Okay, ja, du, ich freue mich auch sehr darauf. Also zunächst einmal vielleicht für alle, die André noch nicht so gut kennen. André ist für mich einer der führenden Kundengewinnungscoaches, also der großen Kategorie der Verkaufstrainer in Deutschland. Jemand, der aus meiner Sicht, da habe ich höchste Bewunderung für, der nicht nur irgendwie gutes Know-how anderer Kunden konkret aufbereitet, sondern der selbst Forschungsarbeit leistet, der selbst hingeht und sagt, wie kann ich zum Beispiel damals, wie du gestartet hast, als Xing-Coach, wie kann ich für meine Kunden neue Wege zum Kunden finden. Er hat, wenn wir auch drüber sprechen, ein super Produkt entwickelt, die Videodominanzstrategie, das ich selbst in der praktischen Anwendung genießen durfte. Da werde ich auch nachher noch was mehr zu sagen, nur dass ich so einen Eindruck habe, wir haben nie groß auf unseren YouTube-Kanal Wert gelegt. Und als ich dann mit André eine Interviewserie aufgenommen habe, kamen irgendwie meine Söhne, ich weiß was, innerhalb von 3 Monaten wieder. Und dann habe ich gesagt, Papa, wir haben zusätzlich über 100.000 Views. Aber wir wollen den Ganzen nicht vorgreifen, sondern mal Schritt für Schritt vorgehen. André, es gab ja mal eine Zeit, da warst du, und das vielleicht auch nochmal für alle, ich habe ja 2 Arten und 2 Typen von Kunden. Viele kommen zu mir, ihr wisst ja auch, die haben sich am Anfang noch nicht gekümmert, sind qualifizierte Experten in ihrem Bereich und entdecken jetzt Storytelling, die Fähigkeit, ihren Kunden in den Film zu schießen, den Nutzen ihrer Produkte besser zu entdecken und haben dann den großen Durchbruch. Und was für mich natürlich noch viel spannender ist und für euch viel spannender ist, wenn jemand vorher schon ein Super-Experte war und klassisches Marketing mehr oder weniger komplett ausgereizt hat und dann Storytelling als Turbo oben drauf setzt, dann kann man die Leistungsfähigkeit von Storytelling-Marketing natürlich noch mal sehr viel besser überprüfen. Und André, deswegen mal die Frage an dich. Erzähl doch mal so ein bisschen, bevor es mit Storytelling losging, warst du ja auch schon sehr gut gebrandet, warst eine Marke richtig gut im Markt. Wie war die Situation denn damals? Ja, Alex, ich habe ja angefangen vor 11 Jahren. Da stand ich bei 0, habe ein neues Unternehmen aufgebaut. Da ist diese Positionierung als Kundengewinnungscoach entstanden. Und ich habe mich gefragt, ja, wie kann ich denn auf eine sehr effiziente, schnelle Art und Weise Kunden gewinnen? Mir war sehr schnell klar, ich muss dahin gehen, wo meine potenziellen Kunden sind. Und das war damals die geschäftliche Plattform Xing, auch heute immer noch. Habe dann sehr schnell Know-how entwickelt, wie ich, und damals war mir das Know-how, was ich heute von dir habe zum Thema Storytelling, noch gar nicht so richtig bewusst. Ich habe auch schon viele Dinge unbewusst gemacht. Ich habe mich zum Beispiel gefragt, wie kann ich denn in Xing auf einen Kontakt zugehen, ohne den irgendwie zu belästigen, nicht so werblich zu sein? Wie kann ich eine Verbindung entstehen lassen? All diese ganzen Sachen. Und da habe ich, du hast es ja eingangs gesagt, wirklich geforscht. Ich habe über 2000 Versuche gebraucht, ehe ich herausgefunden habe, was ist so ein richtiges Formulierungsformat. Also wenn ich damals dein Storytelling-Know-how, was ich ja jetzt habe, durch deine Coachings und durch deine Produkte, was ich bei dir gekauft habe, wenn ich das damals gehabt hätte, dann wäre ich wahrscheinlich doppelt, dreifach so viel erfolgreich gewesen. So, aber es war ein großer Erfolg für mich zumindest damals. Ich habe dann angefangen, das weiterzugeben an meine Kunden. Kunden kamen auf mich zu und haben gesagt, hey André, du bist so erfolgreich, wie schaffst du das? Du hast so viele Xing-Kontakte, bist du ein Kontaktsammler? Das bringt doch gar nichts. Solche Sachen höre ich immer wieder. Und ich habe dann ein Produkt entwickelt, einen Kurs, einen Online-Kurs, den habe ich im Grunde aus der Not heraus entwickelt, weil ich habe früher klassische Seminare gemacht und habe dieses Know-how, dieses Wissen für die Kundengewinnung in Xing weitergegeben in Seminaren. Aber ich hatte gar keine Zeit mehr. Ich hatte so viele Nachfragen, dass ich das gar nicht mehr alles abdecken konnte.
und habe einen Online-Kurs gemacht, den habe ich mittlerweile über 2000 Mal verkauft. Der ist sehr bekannt zu diesem Thema. Meine Kunden haben tatsächlich großartige Erfolge. Wir haben Storytelling, wobei mir noch gar nicht bewusst war, eingesetzt, zum Beispiel zur Xing-Profilgestaltung. Also all diese ganzen Sachen, so war der Anfang. Wie gesagt, ich hätte mir damals gewünscht, dieses Know-how, was ich heute von dir bekommen habe, schon damals zu haben, aber es war leider nicht. Okay, also unbewusst, so den Eindruck hatte ich von dir auch immer, wenn ich in deine Produkte reingeschaut habe, also da war immer schon eine hohe Affinität zu Storytelling da. Und das ist auch eine Phase von dem Beginn unserer Zusammenarbeit, die ich gar nicht kenne, also insofern auch meine komplett Neugier. Wie bist du denn damals überhaupt, ich weiß gar nicht, auf mich oder auf Storytelling oder dass Storytelling für dich nochmal Potenzial bringen könnte im Marketing, wie bist du eigentlich überhaupt darauf aufmerksam geworden und wie aus deiner Sicht sind wir denn dann zusammengekommen? Also ich habe dich zum ersten Mal, also ich kannte deinen Namen, du bist ja auch sehr bekannt, hatte auch irgendwie, glaube ich, ein Buch in meinem Bücherregal da hinten von dir, eines deiner Bücher. Und ich bin zum ersten Mal etwas näher auf dich aufmerksam geworden, weil Lattoflex mich angesprochen hat. Das ist ja auch ein Kunde von dir. Die haben ja so einen Newsletter an ihre Händler, ob ich da nicht einen Beitrag schreiben würde, einmal im Quartal zum Thema gehirngerechte Kundengewinnung. Ich bin Experte für Neuromarketing, habe vor 2 Jahren ein Masterstudium nochmal abgeschlossen. Und da hast du mitgeschrieben, da warst du mir sozusagen virtuell. Und dann habe ich das erste Mal dich persönlich kennengelernt auf einem Vortrag in Sofia. Da hast du einen Vortrag gehalten zum Thema Kundengewinnung für Experten. Und das hat mich beeindruckt. Wir haben dann kurz gesprochen über das Thema, habe dein Produkt auch gekauft. Und dann war das der erste intensive Zugang zu deinem Thema. Da war deine Expertise Storytelling schon. Und ich bin dann auf dein 3-Tage-Seminar nach Düsseldorf gefahren, Storytelling in Business. Und das hat mir echt den Schalter umgelegt. Also dich zu erleben, wie du diese Storys raushaust aus dem La Main, könnte man sozusagen sagen, das hat mich total beeindruckt und bin dann in dein Coaching gekommen, da bin ich ja mittlerweile im 3. Jahr. Genau, und da, von da weiß ich, also den mit Sofia war mir jetzt zum Beispiel gar nicht klar, ja, ich weiß ja, was aus dem 3-Tage-Seminar in Düsseldorf gesehen, und ich muss jetzt für alle zum Hintergrund, bevor André noch etwas mehr zu seinem Produkt sagt, zur Mediendominanzstrategie und dann zur Landingpage, will ich nur eins vorneweg schicken, aus meiner Sicht, er ist ein extrem mutiger Unternehmer. Weil, um das mal zu sagen, die allermeisten von euch kennen den Unterschied zwischen einer Homepage und einer Landingpage. Homepage ist, Google macht jedes Jahr Millionen Analysen, stellt fest, die durchschnittliche Homepage in den meisten Branchen hat etwa eine Conversion Rate von 1%. Das heißt, wenn du 1000 Besucher im Monat hast, hast du vielleicht 10, die anschließend Kontakt mit dir aufnehmen, ein Kontaktformular ausfüllen, dir eine E-Mail schreiben oder bei dir anrufen. Und wir alle wissen, wenn ich nicht das Überangebot der Homepage habe, sondern ganz gezielt auf eine Teilzielgruppe zugehe, vielleicht mit einem Opt-in-Geschenk, eine Checkliste anbieten, die für den Kunden, der dieses Problem hat, das ich lösen kann, nützlich ist, dann kann ich auf der Landingpage viel mehr Leads oder Interessenten gewinnen. Und da gibt es so einen Traum unter den Internetmarketern, also wenn du deine Landingpage zweistellig hast, wenn du eine Conversion Rate von 10% oder mehr hast, dann kannst du typischerweise dir auch Facebook-Budgets und Google AdWords-Budgets leisten. Weil wenn jeder 10. der die Landingpage anschaut, anschließend mit dir Kontakt aufnimmt, dann funktioniert das schon ziemlich gut. Und jetzt gibt es nur, dass ihr das als Hintergrund richtig einschätzen könnt. Also ich will, dass wir richtig Story-Marketing für die Praxis machen und ihr ganz viele Praxiselemente auch mitnehmen könnt. Vielleicht noch eins sagen, wenn du jemandem eine Checkliste anbietest, die für ihn sehr nützlich ist und er muss nur 5 Minuten seiner Zeit investieren, um dein Know-how zu konsumieren und zu erwerben, dann gibt er natürlich ziemlich schnell seine E-Mail-Adresse raus. Wenn du dagegen ein Webinar hast, wo jemand 90 Minuten seiner Zeit investiert und vielleicht auch schon im Hinterkopf das Gefühl hat, naja, möglicherweise will er mir am Ende irgendetwas verkaufen und vielleicht ist das Ganze sowieso nur eine Verkaufsshow, dann ist natürlich zum Beispiel 10% Anmelderate auf einer Webinar-Landingpage schon ziemlich großes Kino. Und ich sage es ganz offen, ich kannte vorher, auch wir selbst, haben einige Landingpages für einige meiner Webinare, wo wir über 20% lagen. Und da waren wir richtig cool unterwegs. Und dann habe ich André gefragt, Mensch André, sag mal, deine Landingpage für dein Evergreen-Webinar, was er damals schon hatte, was ist denn eigentlich deine Conversion-Rate? Und wie cool die Conversion-Rate vorher war und wie sie sich nachher verändert hat, André, erzählst du uns am besten selbst. Aber bevor, damit ich hier nicht wieder vorgreife, vielleicht hast du uns noch ein paar Worte insgesamt zu dieser Video-Dominanz-Strategie, die du ja auch in diesem Webinar nachher vorstellst, sodass wir noch besser verstehen, was war der große Unterschied vorher, nachher auf der Landingpage?
Also die Videodominanzstrategie ist zu einem Teil auch tatsächlich durch dich entstanden. Deswegen ist es ganz wichtig, das weißt du noch gar nicht. Weil du hast damals in Sofia, hast du in deinem Vortrag Kundengewinnung für Experten unter anderem erzählt, dass es nur zwei Möglichkeiten gibt, für Experten Kunden zu gewinnen. Das ist einmal die Empfehlung und das zweite ist das persönliche Kennenlernen. Und hast dann dieses Marketingprinzip der Unternehmer spricht selbst erwähnt, Steve Jobs, Klaus Hipp und so weiter. Und meine Zielgruppe sind ja Experten und ich habe mir damals gedacht, ja, was ist denn das beste Medium? Und bin dann mit einem Kunden durch einen, ja, es ist so ähnlich wie diese Story von diesen gelben Post-its. Die sind ja auch durch ein Versehen entdeckt worden, weil der Kleber, den die entwickeln wollten, nicht gehalten hat. Und so habe ich mit dem Kunden zusammen ein paar Ratgeber-Videos gedreht, weil ich zu dem gesagt habe, durch deinen Impuls ausgelöst, ich sage, Herr Dr. Kieser, Sie müssen sich zeigen, das ist ein Unternehmensberater, ja. Wir müssen Videos machen. Da hat er gesagt, ich will nicht vor die Kamera, ich sehe nicht gut aus und ich weiß sowieso nicht, was ich sagen soll. Wenn ich da vor der Kamera stehe, bin ich immer so steif und sage, wir interviewen Sie einfach. Und das haben wir gemacht, einfach auf dieses Prinzip einzahlen, der Unternehmer spricht selbst. Und ich sage, bringen Sie einfach die Fragen mit, die Sie jeden Tag in Ihrem Kundengewinnungsprozess von Ihren Kunden gestellt bekommen. Da musst du ja jedes Mal das Gleiche erzählen, ja, und die beantworten wir. Und haben wir 17 Videos gedreht, haben die in einen YouTube-Kanal gestellt, haben noch so ein paar Sachen optimiert. Und dann haben wir festgestellt, dass Google so etwas liebt, dass diese Videos in der Google-Suche, in der sogenannten organischen Suche, also nicht in der Videosuche, nicht in YouTube, sondern direkt in Google, da wo ja alle einen Haufen Geld ausgeben für Anzeigen oder für SEO-Maßnahmen in Google auf Platz 1 zu kommen, dass diese Videos in Google auf Platz 1 gekommen sind. Und zwar alle drei Videos nebeneinander. Und das ist natürlich ein sehr dominierender Effekt. Deswegen erst danach habe ich diesen Namen Videodominanzstrategie entwickelt. Also der Sinn ist der, Unternehmer sichtbar zu machen, Unternehmer als Experten sichtbar zu machen. Und so haben wir dann mit dem Ratgeberstudio eine Plattform, eine Bühne geschaffen, wo wir solche Experten interviewen und sichtbar machen, dass sie also Neukunden gewinnen, dass sie Reichweite kriegen und dass sie vor allen Dingen von Anfang an als Experte wahrgenommen werden und du nicht mehr so diskutieren musst, ja, wer weiß, ob das stimmt und diese ganzen Dinge. Und das haben wir jetzt in insgesamt 33 Projekten durchgezogen. Und es ist so, dass es uns in ganz vielen Fällen, also mindestens 7 von 10 Fällen gelingt, diese Videos zu speziellen Keywörtern, die wir vorher recherchieren, in Google auf die erste Seite zu bringen. Mindestens Platz 3, oft sogar Platz 1. Das bringt natürlich, du hast ja vorhin die Zahlen genannt, so in einem Halbsatz, über 100.000 Aufrufe auf deinem YouTube-Kanal, weil das sind ja YouTube-Videos, die dann in Google gefunden werden. Und das bringt natürlich eine riesen Reichweite. Mein Kunde, dieser Dr. Kieser, hat mittlerweile 202.000 Aufrufe, obwohl der etwas sehr Spezielles macht. Er hat ein ganz spezielles, ganz kleine Nische, ganz kleines Beratungsthema. Über 200.000 Mal ist sein YouTube-Kanal aufgerufen worden. Er kriegt jeden Monat 5.000 Aufrufe und muss nichts mehr dafür tun. Das ist diese Videodominanzstrategie. Ja, also ich kann es nur unterstreichen, was André sagt. Und da wir gesagt haben, Best Practice Modeling und gleich auch Best Practice Coaching. Der ein oder andere, der heute Morgen schon überwach ist oder heute Abend, wann immer hier dieses Video anschaut, der hat natürlich sich direkt schon Notizen gemacht, aber ich will, dass alle, die vielleicht Notizen machen sollten und das noch überhört haben, dass ich das nochmal ganz langsam zusammenfasse und wiederhole. Also Punkt 1, ja, dieses der Unternehmer spricht selbst, ist für viele Experten erstmal ein ganz wichtiges Prinzip, weil bevor Menschen unsere Produkte kaufen, kaufen sie uns als Persönlichkeit, als Experte und wollen das Gefühl haben, dass sie uns vertrauen können. So, und natürlich ist jetzt ein cleverer Weg, ob auf der eigenen Homepage oder auf YouTube, wenn man sozusagen die Kontaktfläche vergrößert, dass Menschen nicht mehr in unser Office kommen müssen, sondern sozusagen uns schon vorab erleben können und schon vorab ein Bauchgefühl entwickeln, so nach dem Motto, will ich mit dem mehr zu tun haben oder nicht. So, also der erste Punkt, den ihr euch notieren solltet, wenn ihr dann die André-Schneider-Strategie umsetzen wollt, ist, dass ihr als erstes hingeht und sagt, der Unternehmer spricht selbst. Und das zweite, der zweite mächtige Tipp, den André euch gegeben hat, ist, ihr müsst gar nicht lange nachdenken, über welche Themen ihr redet. Wenn ihr in, ob jetzt in einem Interviewformat oder einem Präsentationsformat, ich empfehle aus Gründen, die André gleich noch ausführen wird, euch, dass ihr das in einem Interviewformat tut, weil dann Interviews geben wir alle den ganzen Tag. Und die meisten Unternehmer stehen vielleicht dreimal im Jahr vor ihrer Mannschaft und halten eine Rede oder Präsentation. Die sind also keine super geübten Präsentatoren, haben oft die Handbremse an. Aber bringt dich jemand in eine Dialogsituation? Du sitzt als Experte auf dem Sofa oder auf dem Stuhl und kriegst nur die Fragen, dann kannst du super gut antworten. Und hier kommt der Punkt. Die Fragen, die deine Kunden ständig immer wieder stellen, sind natürlich deren Kittelbrennfaktoren in Bezug auf dein Thema. Das Problem ist, du lösen kannst.
Und wenn du die 7 oder 8 häufigsten oder 10 oder wie jetzt im Fall von Dr. Kieser 17, ich glaube, mehr kann es zu dem Thema wahrscheinlich auch gar nicht geben, wenn du die also die häufigsten Fragen deiner Kunden eine nach der anderen in einem Interview beantwortest, hast du vorher automatisch die Garantie, dass Menschen, die sich für dieses Problem und dessen Lösung interessieren, automatisch Frage zu Frage entgegenfiebern und sagen, Mensch, und welche Antwort gibt es dazu? Weil das sind natürlich auch die Fragen, die alle anderen haben, mit als Punkt 2. So, das Kompliment und das Feedback, das ich dem André gern machen würde, der hat das in so einem Halbsatz schön gesagt, ja, und wir haben dann auch SEO-mäßig so ein paar Sachen optimiert. Also das fand ich schon ein großes Kino, denn André hat mich ja auch im Rahmen der Videodominanzstrategie zu meinen Story-Themen interviewt, zu denen ich vorher schon andere Videos gemacht habe und durchaus auch Videos, die auch ihre 5.000 oder 10.000 Aufrufe hatten. Aber mit der speziellen Methodik, wie André dann gesagt hat, okay, meine Experten schauen drauf, wie wir das Ganze noch SEO-technisch optimieren können, war dann auf einmal ein ähnliches Thema, zu dem er mich befragt hat, hatte nicht 5.000 oder 10.000 Klicks, wie die ich vorher selbst erreicht habe, sondern hat auf einmal sogar 50.000 oder noch mehr. Also nur, um euch einen Eindruck zu geben, wie das Ganze funktioniert. Und dann kommt natürlich eins hinzu, wie im Fernsehen auch, wenn dich ein Profi-Interviewer fragt und du kannst einfach nur spontan antworten, du musst kein eigenes Skript vorbereiten, du musst keine Rede vorbereiten, du musst keine Präsentation vorbereiten, dann geht es nicht nur erstens sehr viel schneller, sondern du fühlst dich auch sehr viel wohler. So, und diesen Tag, ich war also einen Tag bei André im, wie soll ich das sagen, Suttering-Studio, wie ich das ausdrücke. Also André hat so in seinem im Suttering seines Hauses in Starnberg, mega schön gelegen, ein komplettes Studio aufgebaut, wo er dich dann aufnimmt. Und da hatte ich dann auch das Vergnügen, wirklich in dieser Fernsehstudio-Atmosphäre aufgenommen zu werden. So, also dass ihr nur einen Hintergrund habt, das ist das Produkt, das André anbietet. Dazu hat er eine Landingpage. Und damit schieße ich wieder zu dir rüber. Diese Landingpage hast du über 7 Jahre optimiert. Und es war damals, zu dem Zeitpunkt, als er zu mir kam, die höchste Conversion Rate, die ich persönlich je bei einer Webinar-Landingpage erlebt habe und kannte. Die lag nämlich bei 30%. Und von daher fand ich es sehr mutig, so ein über Jahre perfektioniertes Ding nochmal anzupacken. Und ja, André hat mich damals gefragt, Alex, glaubst du eigentlich, dass man das mit Storytelling noch verbessern kann? Und ganz offen, ich war an der Stelle skeptisch, weil ich weiß, dass Storys viel bewegen, aber 30% ist eben schon sowas wie Mount Everest oder wie ein Himalaya-Berg. Und das Einzige, was ich zu ihm sagen konnte, ist, André, oberste Regel im Marketing ist, wir können das gemeinsam versuchen und testen. Und hier ist der Punkt, wenn es Passagen auf deiner Landingpage gibt, wo die Sprache, das Storytelling noch nicht so ist, dass der Kunde automatisch einen Film geschossen wird, dann bin ich ziemlich sicher, wenn wir zusätzliche Filmpassagen hinkriegen, dass die Conversion Rate nochmal hochgehen kann. Aber 30% ist eh schon so cool, wir müssen gucken, ob überhaupt noch was geht. So, das war der Start und dann erzähl mal weiter. Du hast uns ja alle beim nächsten Mentoring mega gebaut. Ich weiß nicht, du hast dich 2 oder 3 Tage hingesetzt, du hast noch ein Erklärvideo da reingebaut. Ja, also erzähl mal alle Highlights, wie du deine Landingpage dann da aufbereitet hast. Und ich kann schon verraten, wenn ihr nachher, also alles, was André jetzt über seine Landingpage sagt, und finde ich mega cool, er gibt nachher sein Komplettpaket, wie wir nachstudieren können, wie kommen Leute über seine E-Mail-Liste, seine Xing-Liste und so weiter auf diese Landingpage, was erleben sie im Webinar und was gibt es nachher noch an weiteren Betreuungsvideos. Also ihr kriegt den ganzen Storytelling-Funnel zum Nachstudieren, wenn ihr wollt. Und André, du bist richtig tief in Landingpages eingestiegen. Ja, also ich war nicht skeptisch wie du, weil ich habe diese Landingpage über viele, viele Jahre optimiert. Ich bin ja so ein altes Webinar-Urgestein, weil Webinare ein sensationelles Medium sind. Ich mache das schon über 10 Jahre, da gab es diesen Begriff noch gar nicht. Früher gab es auch diese Technologie nicht, da haben wir Telefonkonferenzen genutzt. Und ich habe über 100 Kriterien identifiziert, nach denen ich meine bis dato schon sehr gut konvertierende, nämlich mit 30% konvertierende Landingpage optimiert habe. Aber, und das muss ich sagen, ich hatte 2 wesentliche Aspekte, die vorher anders waren. Erstens dachte ich, ich brauche eine kurze Landingpage, kurz und knackig auf den Punkt.
Und ich muss sehr viel Nutzenargumentation, sehr viel Fakten, dass die Leute wissen, worum geht's, warum macht es Sinn. Weil immerhin geht das Webinar 1 Stunde und 45 Minuten, also knapp 2 Stunden. Also die Hürde, sich dafür anzumelden, wie du es vorhin gesagt hast, ist ja sehr viel höher, als wenn ich nur mal eben schnell ein PDF-Liedmagnet abfordere, wo ich eine E-Mail-Adresse eingebe. Hier muss ich Name, Vorname und die E-Mail-Adresse eingeben. Ich muss mir eine Zeit aussuchen, die passt. Und ich muss mir auch 2 Stunden Zeit nehmen. Das ist schon sehr hohe Hürden. Und da war ich echt mega stolz auf meine 30%. Und dann kamst du um die Ecke und sagst Storytelling. Und vor allen Dingen, du hast gesagt, mach es komplett anders. Mach keine kurze Landingpage, sondern mach eine lange Landingpage. Und ehrlich gesagt, Alex, ich hatte ich war mega skeptisch, ob das überhaupt funktioniert. Das ist, weil ich schon so eine gute Quote habe. Und ich habe mich aber darauf eingelassen, weil, wie du sagst, testen. Und ich bin auch ein mutiger Mensch und ich wollte es einfach wissen. Und warum nicht, wa? So, wir haben dann eine so lange Landingpage gebaut, so eine richtige Story-Landingpage. Ja? Und es sind ja so viele geniale Elemente, die ich noch gar nicht kannte. So viele so Sprachmuster und das Führen von Schritt zu Schritt und immer wieder eine neue Story, so eine kleine Mini-Story da drin. Ja, das war ein Riesenaufwand, das zu tun, aber es hat sich tatsächlich gelohnt. Und das, ehrlich gesagt, hätte ich nie gedacht, ja, dass die Conversion Rate, die ich über viele, viele Jahre optimiert habe und immer wieder getestet habe, tausende Versuche, ich habe 100 Kriterien identifiziert, die wichtig sind. Ja. Ich habe es geschafft, von 30% bisheriger Conversion Rate, was schon sehr gut ist, wie du auch gesagt hast, zu steigern auf 44%. Und ich finde, es ist eine echte Revolution. Ja. Und das ist Storytelling auf der Landingpage. Also ich meine, das ist nicht nur weit vorne, das ist einsam weit vorne, wenn ihr euch vorstellt, dass fast jeder Zweite, der auf diese Landingpage kommt, anschließend hingeht und sich committet, sagt, jawohl, 1 Stunde 45, lasse ich mich zu diesem Thema coachen. Das finde ich mega, mega mächtig. Ich weiß gar nicht, du hast mir die ja nochmal geschickt und mich um Feedback gebeten und so weiter. Und dann bin ich hier selbst hingegangen und sage, boah, jetzt müssen wir mal gucken, wie viel verschiedene Sprachmuster, Story-Sprachmuster haben wir eigentlich eingebaut. Und dann habe ich dich gefragt, weiß nicht, ob die mir in der Kasse gesagt, André, schätz mal, ich habe jetzt mal alle Storytelling-Sprachmuster, die da drin sind, auch in diesem Erklärvideo drin sind. Ich habe die alle mal durchgezählt, was schätzt, wie viele es sind. Und dann hast du irgendwie so gesagt, 30 bis 50. Und dann habe ich gesagt, ja genau, ich habe auch gedacht, sind irgendwie so um die 50. Und ausgezählt waren es dann nachher 103. Ja, also von daher auch nochmal, wenn ihr richtig Best Practice Modeling machen wollt und von A bis Z seht, wo sind gute Sprachmuster des Überzeugens, Sprachmuster des Storytelling sehr dicht hintereinander, die den Kunden nutzen, jeweils sehr illustrieren, dann ist André eine der Musterseiten, die damit am besten funktionieren. Und es war ja nicht nur so, also du hast ja eigentlich schon mal die Hälfte mehr, knapp die Hälfte mehr Anmeldungen gehabt danach. Aber du bist ja mit Storytelling weitergegangen und hast auf unserem Blockbuster Story Script noch ein Element, das ich irgendwann mal identifiziert hatte. Also das vielleicht für die Blockbuster Story Script noch nicht kennen oder im Moment mit der Begrifflichkeit sich noch ein bisschen schwer tun. Ich habe folgendes festgestellt, wenn du dem Kunden nicht nur deine Lösung erklärst, in so einem Blockbuster Story Script, im Storytelling heißt die Lösung den Mentorplan, dem Kunden erklären, sondern du dem Kunden auch erklärst, wie die Zusammenarbeit von A bis Z abläuft. Und wir nennen das den Prozessplan. Dann hat der Kunde zusätzlich einen inneren Film, wie er zu dir kommt, wie die ersten Schritte der Zusammenarbeit sind. Und das gibt ihm Klarheit. Und nach diesem alten Prinzip, Menschen lieben Klarheit und hassen Verwirrung. Je mehr Klarheit du in deine Angebotspräsentation reinbringst, umso sicherer ist das Bauchgefühl des Kunden und umso eher entscheidet er sich für eine Zusammenarbeit mit dir. Und André, da sind wir bei deinem zweiten. Das kam ja erst eine Phase später. Das erste war ja wirklich zu sagen, jetzt ist diese geile konvertierende Landingpage da. Und dann hast du aus dem Erfolg gesagt, Mensch, vielleicht kann ich an diesem Webinar, was du auch schon seit 7 Jahren verfeinert gibst, auch noch was ändern. Und da aus meiner Sicht stecken für unsere Zuhörer heute auch wieder einige Storytelling-Ahas drin. Ja, also ich will noch mal ein kleines bisschen ausholen. Ich war ja in deinem Mentoring-Programm und im ersten Jahr haben wir diese ganzen Stories gelernt, die Differenzierungsstory, Herkunftsgeschichte, Markengeschichte. Das fand ich schon mega genial. Und ich habe ja dann im zweiten Jahr dann in deinem Goldprogramm weitergemacht und da waren wir ja die Ersten, die dein neues Blockbuster-Story-Skript kennengelernt haben und das fand ich sensationell. Weil wenn ich an das erste Jahr zurückdenke, das ist schon sehr komplex, diese ganzen Stories ja, zu erarbeiten. Da musst du schon wirklich dranbleiben und dieses Blockbuster-Story-Skript hat das nochmal total vereinfacht. Weil du sagst ja immer, es ist wie Marketing mal nach Buchstaben und es ist auch wirklich diese Struktur. Und das hat mir geholfen. Und ich habe dann festgestellt, weil dieses Produkt, die Videodominanzstrategie, ist durchaus ein komplexes Produkt. Das muss man erklären. Deswegen brauche ich ja auch so lange in diesem Webinar. Und der Kunde muss es auch verstehen. Und die meisten meiner Kunden waren noch nie vor der Kamera, haben auch ein bisschen Befürchtung, was sage ich da? Das sind ganz viele Elemente, die da wichtig sind. Ja. Und jetzt kommt dieser Prozessplan, den du angesprochen hast, ins Spiel. Ja.
Ich habe danach, also ich stelle das im Webinar vor, man kann dieses Produkt dort nicht kaufen, sondern wir machen dann erstmal eine Analyse. Der Kunde bewirbt sich dafür, weil es muss ja auch Sinn machen. Und wir arbeiten dann die Keywords raus und diese ganzen Themen. Und da habe ich gemerkt, in diesem Telefonat kommen ganz, ganz, ganz viele Fragen, die mir zeigen, dass es offensichtlich, obwohl ich das Webinar ja schon recht lange habe, immer noch nicht reicht. Und dann habe ich einfach in das Webinar den Prozessplan, das ist ja ein Storytelling-Format, was ich von dir gelernt habe, eingebaut. Das heißt, ich habe dem Kunden ganz klar erläutert im Webinar, es dauert so 5 Minuten, das ist ein ganz kurzer Part, wie ist der Ablauf von diesem Projekt? Dann hat der Kunde den Fragebogen nach dem Webinar ausgefüllt, der sich bewerben wollte, habe ihm dann nochmal in einem kurzen Erklärvideo diesen Prozessplan geschildert und habe gesagt, lassen Sie uns doch bitte die Fragen im Telefonat klären, die Sie dazu haben. Und weißt du, was ich festgestellt habe? Es gibt zwei wesentliche Elemente, die daraus entstanden sind. Erstens, ich habe dann immer im Telefonat gefragt, welche Fragen haben Sie denn noch zum Ablauf? Und da kam gar keine. Die hatten keine Fragen mehr. Das war sensationell. Das hat mir gezeigt, dass diese beiden Elemente, die ich eingebaut habe, dieses Problem gelöst haben, was vorher die Ursache war, dass die Kunden nicht gekauft haben und sich gar nicht beworben haben. Weißt du, und das zweite Faszinierende daraus ist, ja, dass sich die Conversion Rate, also diejenigen, die es jetzt verstanden haben, die ihre Vorteile erkannt haben, die das dann machen wollen im Webinar, ich hatte vor 4%, das ist ein sehr hochpreisiges, das ist hochpreisig, das ist ein Produkt, was 9.900 € kostet. Dafür gibt es 10 Videos. Da zahlst du normalerweise bei einer Videoagentur 50.000, 60.000 € dafür. Das ist günstig, aber für viele Unternehmer ist es eine Menge Geld. Ja? So, und ich habe die Conversion Rate im Webinar von 4%, also bisher waren so, dass 4% der Teilnehmer sich beworben haben, jetzt gesteigert auf 8%, also tatsächlich verdoppelt. Das war das einzige Element, was ich geändert habe. Also das ist die Ursache für die Verdoppelung. Mega, mega, mega cool. Und auch hier wieder für alle, die sich Notizen machen. Für mich kommt fast in jedem Satz ein Golden Nugget über Storytelling, wie du Storytelling auch umsetzen kannst und solltest. Und deswegen lasse ich das nochmal bremsen und etwas zusammenfassen. Für mich das erste Wichtige, bitte dran denken, was André gesagt hat, war, dass er gesagt hat, ich habe immer die Fragen analysiert. Und die ganze Zeit, als ich meine Webinare perfektioniert habe, und ich mache genau das Gleiche, kann es nur jedem empfehlen, ob du eine Präsentation in Webinarform oder in anderer Form machst, denk sorgfältig darüber nach, was sind die Fragen deiner Kunden und überlege, was müsste ich in meiner Präsentation im Webinar von mir aus anders machen, besser machen, klarer machen, damit diese Frage gar nicht aufkommt. Ich glaube, das ist ein Punkt, André, den wir beide gemerkt haben, je mehr wir über die Jahre gelernt haben, Dinge wirklich kristallklar zu erklären, umso mehr Entscheidungssicherheit bekommen die Menschen und umso mehr setzen das Ganze entsprechend nach oben. So, jetzt der zweite Punkt, also wenn wir mal die Conversion Rate 1 und die Conversion Rate 2 nehmen, wenn wir uns also überlegen, bezogen auf die gleiche Menge an Traffic, sei es über Liste oder Facebook oder Xing, wie immer du es bewirbst, hast du jetzt in Phase 1 fast die Hälfte mehr Menschen, die sich sozusagen zum Webinar anmelden bekommen. Und hast anschließend die Quote derer, die nachher mit dir in den Bewerbungsprozess gehen, von 4% auf 8% verdoppelt, ist ja knapp eine Verdreifachung der Ausbeute im Vergleich zu vorher. Was allein diese beiden Storytelling-Elemente gebracht haben, richtig? Ja, ist so, okay. Definitiv. Magst du vielleicht von der Größenordnung sagen, fünfstellig, sechsstellig, wie auch immer, das ist ja alles bei dir in sehr kurzer Zeit gegangen, was für einen Boost das gegeben hat, weil hinten, das will ich nochmal sagen, also ich fand und finde nach wie vor, das Investment für einen Experten, also für jemanden, der wirklich hochwertige Produkte hat und dafür mit dir den Weg geebnet bekommt, für dir, dass er in 3 Monaten nur 100.000 Views mehr hat und ich kriege das für knapp den Preis weiter, die irgendwie schön ist und auf die sich nachher gar keiner anmeldet bei einer Agentur. Also brauche ich keine Sekunde nachzudenken. Also nur aus meiner Sicht als Unternehmer, dass du das auch noch hörst. Ich fand das ein äußerst lukratives und sehr preiswertes Investment. Weil ja noch eins hinzukommt, wenn du irgendwie zu einer Videoproduktionsfirma gehst und das Ganze drehen lässt, ja, dann hast du vielleicht von der Optik her die gleiche Qualität. Aber du hast ja keinen Coach und Mentor, der dich eben von den Fragen richtig durch den Prozess bringt. Also das wollte ich nochmal entsprechend ergänzen. Ja, magst du noch ein Gesamtwort zum Erfolg vorher nachher sagen? Wie hat sich das für dich ausgezahlt? Sehr gerne. Also du hast mich ja am Anfang in dem Vorgespräch zu diesem Interview motiviert, hier die Hose runterzulassen und ich bin deinem Charme erlegen. Ich habe es ja eingangs gesagt. Ich will nochmal kurz, bevor ich zu dem, was es uns gebracht hat,
sagen, was diesen Preis betrifft. Also es ist ja so, hier kriegst du für 9.900 Euro 10 Videos, da zahlst du bei einer normalen Videoagentur um die 50.000 Euro und hast nur die Videos. Bei uns ist ja der wesentliche Effekt, dass wir dann in der Videodominanzstrategie dafür sorgen, dass die Videos in Google gefunden werden. Die werden nämlich gezielt dafür produziert. Wir helfen ja auch bei der Skriptentwicklung, was du normalerweise bei der Agentur gar nicht bekommst. Ja? Und der Grund, warum wir das so günstig anbieten können, ist, dass wir uns auf das Wesentliche konzentrieren. Wir lassen diesen ganzen Schnickschnack weg, den du üblicherweise bei der Agentur bekommst, wo alles schön aussieht, ja, aber im Wesentlichen außer einer Schönheit nichts bringt und in Schönheit gestorben, ist leider auch tot. Von dem her, das ist der Grund. Also was hat es uns gebracht? Mir ist ja mal wichtig, dass mein Kunde einen Vorteil hat. Ich messe meinen Erfolg, auch meinen finanziellen Erfolg, an dem, was meine Kunden haben. Also wir haben einen mittleren sechsstelligen Betrag an Mehrumsatz damit gemacht. Und das ist für mich eine wirkliche Revolution. Wow. Mega cool. Also ich glaube, André, du hast jetzt alle sehr, sehr motiviert, hinzugehen und zu sagen, okay, ich will, nachdem ich jetzt verstanden habe, wie André gemacht hat, was André gemacht hat, wenn er jetzt tatsächlich noch sein Versprechen einlöst und mir Anschauungsmaterial gibt, was für ihn besonders gut funktioniert hat, welche Story-E-Mails, wie die Landingpage in der aktuellen Fassung ist, ob ich vielleicht sogar sehen kann, mal diesen Prozessplan live bekomme, diese 5 Minuten, die dazu geführt haben, dass die Menschen nachher keine Fragen mehr hatten. Sag uns doch mal für diejenigen, die sich nach diesem Video-Coaching für das Thema interessieren, was kannst du, was willst du, gibst du allen, die sich dafür interessieren, noch mit auf den Weg und mit an die Hand? Also zunächst würde mich mal interessieren, Alex, das erzählst du mir bitte, nachdem wir das Interview beendet haben, wie hast du es geschafft, mir so viel aus den Rippen zu leiern? Ich habe das noch nie gemacht, ehrlich. Das Einzige, was ich kann, ist Storytelling. Du hast mich mit deinen Storys eingelullt. Nein, also Spaß beiseite. Da dürft ihr euch gerne beim Alex bedanken. Also ich habe für deine Kunden vorbereitet, natürlich der Link zu dieser Landingpage, die mit 44% konvertiert, wo ihr die über 100 Sprachmuster drauf findet. Und das gebe ich gerne raus. Ich gebe dir gerne für deine Kunden das Video mit dem Prozessplan raus. Ja, cool. Den ich leicht adaptieren kann. Mega. Wo wir noch gar nicht drüber gesprochen haben, was ich ja auch mit deiner Hilfe geschafft habe, mit Storytelling. Ich gebe dir für deine Kunden meine 3 besten Storytelling-E-Mails, wo die Stories drin sind, die zu dem Webinar einladen, die am besten konvertiert haben. Darfst du gerne weitergeben an deine Kunden. Okay. Super, also das mache ich gern und ich kenne dich ja inzwischen mit deinen Stories auch aus unserem Mentoring. Also ich will erstmal selber deine 3 Storytelling-Videos mitnehmen. Das ist ein interessanter Punkt, was ich immer wieder feststelle. Wenn du irgendwo Storytelling machst, jeder hat seinen individuellen Weg, Storytelling zu machen. Und wenn du dann jemand anders mit seiner Handschrift siehst, du kannst noch so gut sein im Storytelling, du profitierst immer von jemand anders zu sehen, Mensch, was ist dessen Linie und welche Elemente sind da drin und wie setzt er diese Sachen um? Also ich sage im Interesse aller Kunden, die das nutzen und sich davon inspirieren lassen, das Ganze für sich weiter umsetzen, erstmal herzlichen Dank. Und was du, ich meine, ich habe eine ganze Reihe schon von Einzelelementen von Blockbuster-Story-Skript, wo Kunden etwas umgesetzt haben und gesagt haben, boah, ich habe nur die Formel zum äußeren Problem genommen, in meine Sales-Letter eingebaut und habe den und den Erfolg. Aber es ist das erste Mal, dass wir die Version haben, dass jemand wie du hingeht und macht den Prozessplan in einem eigenen kurzen Erklärvideo. Und allein da bin ich schon neugierig auf deine Struktur, wie du das Ganze umgesetzt hast. Also ja, ich war in der Rolle des Story-Coaches, aber ich werde jetzt nochmal an diesen Erfolg für mich selber schauen. Hey, was ist an dieser konkreten von Umsetzung von André drin, was diesen Erfolg so groß macht? Und du darfst sicher sein, wir werden uns auch bei unseren eigenen Erklärvideos in Zukunft zu dem Thema weiter inspirieren lassen. Ja, André, ich sage dir an dieser Stelle erstmal super herzlichen Dank, weil ich denke, das ist ein doppeltes Commitment. Das eine ist ja nicht nur deine Zeit zu nehmen und uns so tief da reinblicken zu lassen, sondern auch so entspannt und relaxed und offen zu sein. Ich weiß, dass es Dutzende Verkaufstrainer gibt, die auch nur ansatzweise gerne so erfolgreich werden wie du und da den Mut zu haben und sagen, hey, ich kann komplett transparent sein, komplett auf den Karten spielen. Weil das ist der nächste Punkt. Wir alle können unsere Stories lässig und offen erzählen, was sind unsere Geschichten. Und wenn irgendein Verkaufstrainer sonst auf die Idee kommt, eine kleine Version von André Schneider werden zu wollen, dann ist er eine kleine Version von André Schneider und nicht wieder er selbst. Also das Coole ist, die Struktur von André zu nehmen, das nochmal als Abschlussempfehlung an euch und dann zu überlegen, ich nehme die Struktur und was sind meine Inhalte, was sind meine Werte, was sind meine Nutzen, was ist mein Nutzenvorsprung, den ich meinem Kunden bieten kann. Also mit anderen Worten,
fühle dich eingeladen, im Modeling of Excellence die Struktur zu übernehmen und bring dann aber deine authentische Geschichte mit da rein. Und letzter Punkt, André, wenn jetzt wirklich jemand sagt, Mensch, okay, ich habe von dem Modeling viel profitiert, aber ich will nicht nur vom Modeling profitieren, ich will von André Schneider direkt profitieren. Gibst du irgendwie mir noch einen Link rein, wo man dich gut direkt erreichen kann? Ganz einfach, kundengewinnungscoach.de. Geh auf die Webseite, da findest du alle Informationen, auch die Videodominanzstrategie. Da hast du auch die Möglichkeit, oben in der Navigation, so helfe ich Ihnen. Da habe ich übrigens dein Storytelling-Format, der Differenzierungsstory des Vorstellungsvideos eingebaut, 90 Sekunden. Ich finde das mega genial drin. Das habe ich übrigens in ein neues Produkt eingepackt. Ich bin ja gerade dabei, mein Produkt, die Kundenbewerberstrategie, zu launchen. Das ist ja der Traum vieler meiner Kundenexperten, dass sie nicht mehr Marketing treiben müssen, nicht mehr dem Kunden hinterherrennen, hinterher telefonieren, dass sie selber angerufen werden. Die träumen wirklich davon, dass sie morgens ins Büro kommen, der Anrufbeantworter blinkt oder die Mailbox ist voll oder das E-Mail-Postfach mit ein paar Anfragen, qualifizierten Anfragen, die schon wissen, um was es geht. Ja. Da habe ich viel von dir gelernt. Ein wesentliches Element da drin ist auch dieses Video, Unternehmer spricht selbst, dieses kurze Vorstellungsvideo gibt es bei mir auch auf der Webseite. Das ist da drin, also herzlich gern. Sehr cool. Also nochmal, wenn ihr euch mehr für André interessiert, kundengewinnungscoach.de. Ihr findet dort, seid dort eingeladen, alles zum Storytelling zu modellieren. In diesem Sinn, bis zum nächsten Mal. Viele weitere Storytelling-Erfolge. André, riesen Dankeschön an dich. Und freue mich, wenn wir uns das nächste Mal sehen und euch allen weiterhin gute Zeit. Bis zum nächsten Mal. Tschüss zusammen, euer Alexander. Alex, vielen Dank fürs Interview. Tschüss. Cheers.